Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords, Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Allem Respekt, Leutnant. Wie kann man sich nur so gehen lassen? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Ja. Ja, Freunde, Hallöchen und willkommen bei Risen 2. Ja, back in Risen. Wir haben Risen 1 ja erst vor kurzem durchgespielt und jetzt sind wir auch schon im zweiten Teil. Und ich sehe, wir haben uns aus irgendwelchen Gründen doch noch der Inquisition angeschlossen. Das ist ja verrückt. Na gut, wir waren ja auch ein Magier, liegt also irgendwie nahe. Wobei ich glaube, hallo Spiel? Moment, mein Spiel hat sich gerade minimiert, aus irgendeinem Grund. So, jetzt soll es wieder gehen, ja. Wo war ich jetzt? Ach so, ja genau. Es liegt also nahe, dass wir uns also irgendwie auch mit der Inquisition angeschlossen haben. Auf der anderen Seite, ich glaube, das hat auch keinen Einfluss, was man in Risen 1 gemacht hat. Das, denke ich mal, ist relativ egal. So, was ist denn hier? Ein Hühnchen. Lecker, lecker. So, was haben wir hier? Eine Kiste. Und ihr seht, ich spiele es mit Controller, weil... Alles nehmen. Weil ich habe keinen Bock auf Tastaturmaus und Risen 2 unterstützt ja Controllersteuerung. Und da habe ich mir gedacht, klar, warum denn nicht? Noch ein Apfel, noch ein Grog hier. Ah, wieder schön looten. Dicker Goldbeutel. 100 Gold. So, und ein Bett haben wir auch. Das heißt, wir könnten auch schlafen wieder. Ich muss mal direkt noch kurz vorab ein, zwei Sachen sagen. Und zwar, Risen 1 hatte ich ja so ein bisschen schon mal angespielt. Früher Risen 2 hingegen noch gar nicht. Ich habe jetzt nur mal einen kleinen Start gemacht. Das heißt, hier den ganzen Anfang, so ein bisschen was davon kenne ich, weil ich ein bisschen Soundcheck und so weiter gemacht habe, wie ich das immer mache. Damit es auch dann vernünftig klingt. Aber ansonsten von Risen 2 kenne ich leider gar nichts. 0,0. Das heißt, wir spielen komplett blind, wenn ihr so wollt. Und ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Was? Wer hat das gesagt? Warst du das? Gerade nicht. Ach so, wer war denn das dann? Gerade nicht. Ah ja, diese tollen NPCs. Der ist voll besoffen hier. Der Yuan. Hey, run. Gerade nicht. Wie? Gerade nicht. Du bist wohl nicht ganz dicht. Gerade nicht. Okay, ich weiß nicht genau, wo wir es hin sollen. Inventar öffnen kann ich drücken, okay. Rechte Hand, linke Hand, Kopf, Körper, ah. Wir haben also keine komplette Rüstung. Wie in Risen 1. Sondern wir haben Einzelteile. Gut, wir hatten in Risen 1 ja auch einen Ring, ein Amulett und einen Kopf, aber der Rest war alles zusammen.
Das ist natürlich cool. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen Kram auch zusammenstellen. Ach so, apropos zusammenstellen. Wir haben auch die DLCs dabei. Und ich weiß nicht, wie die sich ins Spiel einfügen, aber ich werde sie versuchen, alle mitzunehmen. So, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Was ist denn hier Feines? Und wieso habe ich eigentlich keine Musik? Logbuch öffnen. Trifft den Kommandanten. Kommandant Carlos will mich sprechen. Er wartet auf dem Turm. Der alte Carlos, den gibt es also auch noch. Die Piratenkluft. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht. Aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Naja, vielleicht werde ich ja noch mal ein Pirat. Genau, weil Risen 2 geht sehr, 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 sehr stark in Richtung Piraterie. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, weil es gibt kaum Rollenspiele, die Richtung Piraterie gehen. Und es macht einen Autosave. Das ist auch ganz gut. So, hier ist nichts, oder? Ich will auch wieder wie in Risen 1. Wir werden alles mitnehmen, jede Ecke, jede Kante untersuchen. Mache ich das ja immer. Mal da ist was. Super, guck mal. Was ist das? Ein Goldbeutel. 50 Gold. Keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Hat gerade was geleuchtet? Nee, hat nicht. Okay. Wie kann ich eigentlich springen? Auf X geht's nicht. Auf. Nee. Psst. Was? Was war das gerade für Geräusch? Ah, damit kann ich springen mit Y. Okay. Warst du das gerade? Largo. Hey, Largo. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Aha. Was denn zum Beispiel? Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Na klar, er hat ganz viel zu tun, indem er hier einfach rumsteht. Aber Schnaps hört sich auf jeden Fall gut an. Wo denn? Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Ja, das klingt auf jeden Fall einleuchtend. Ich weiß übrigens nicht, ob das in Risen 2 auch so ist mit diesen Fraktionen, ob man sich da verschiedenen Fraktionen anschließen kann oder nicht. Aber ich werde auf jeden Fall dem Piratenflair folgen. Das heißt, wenn wir in irgendeiner Weise piraterisch sein können, werden wir auch piraterisch sein. Nicht so Magier tutti tutti mäßig wie in Risen 1. So ein auf, ich bin ein weiser Magier. Puh, 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 puh. Nein, wir werden voll auf Pirat gehen. So. Aber es klingt schon einleuchtend und dafür soll ich dir Gold geben? Ich stehe nichts von meinen eigenen Leuten. Also das kommt schon mal gar nicht in Frage. Ich würde sagen, klingt auf jeden Fall einleuchtend. Klingt einleuchtend. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Ach ja. Die gute alte, ich brauche Talente, ich gebe dir Goldmechanik. Aber ja, das ist auch eine sehr einleuchtende Frage hier. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Nö, nicht wirklich. Manchmal denke ich das auch. Ja. Ja, eben, ne? Sagte der Mann hinter Gittern. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Tagarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Was für ein Rassist. Okay, bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Warte mal, wie viel Gold habe ich denn? Habe ich irgendwo mein Inventar? Ah ja, wir haben hier so ein tolles Menü. LT. Ah, Inventar. 500 Gold. Also, das klingt eigentlich gut. Gerissenheit 1. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Ja, gelernt schleichen. Wieso habe ich eigentlich Schleichen verlernt? Wir konnten das doch schon mal. Aha. Okay, so geht das also. Das ist schon mal gut. Das ist so typisch, wieder alles vergessen. Er hat sich wahrscheinlich die ganzen Talente, auch die Feuerbälle, die wir schießen konnten, alles rausgesoffen aus dem Hirn. Ich habe da mal eine Frage. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich habe mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich,
Ja, nur umsehen, ja, schon klar. Genau. Ja, natürlich. Und was ist Takarigua? Ist das eine Insel? Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört? Eigentlich nicht. So, nur? Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Wirst schon sehen. Ja, das hoffe ich doch sehr. Schleichen. Was ist denn hier? Ein Stein. Okay, also wir können jetzt schleichen, wir können also jetzt überall einbrechen. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es wieder Dietriche gibt oder so ein Kram. Ich kann ja mal kurz was versuchen. Kann ich hier irgendwie rein? Offenbar nicht. Hallo? Nee, scheint nicht zu gehen. Okay. Aber ist er auch noch ganz am Anfang? Warte mal, vielleicht hier. Was ist denn hier? Hier ist eine Tür mit einem Fenster. Nee, hier geht auch nichts. Na gut. Okay, dann folgen wir mal unserer eigentlichen Quest und trinken aus dem Brunnen. Geht auch nicht. Ach, schade. Okay, dann folgen wir der wirklich eigentlichen Quest und klauen eine Maki-Beere. Das ist ein riesengroßer Dingens. Proviant, aha. Stimmt, ich habe ja wieder, warte mal, ich habe doch so ein, ach, warte, ich habe doch so ein Interface. Warte mal, das muss ich mal kurz probieren. Proviant. Nein, ich wollte es noch nicht trinken. RB halten, Schnelltaste Zuweisung. Was war denn RB? RB? RB. Ah. Proviant. So, nu? Ah. Aber das ist aber seltsam. Warte mal, RB? Ah, okay, da kann ich das so machen. Ich muss mich da erstmal reinfriemeln in dieses Interface. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Jetzt habe ich es gefressen. Naja, egal. So. Hast du noch was zu sagen? Gerade nicht. Aber wir werden auf jeden Fall mit jedem hier quatschen einmal. Weil ich finde die Gespräche einfach super mega lustig mit den Leuten teilweise. Und vor allem die Bewegung. Ich liebe diese... Das ist ja diese... Ich glaube, es heißt immer noch Genome Engine oder Gnome Engine. Keine Ahnung. Und ich finde das so lustig, wie die sich bewegen, diese lustigen kleinen Figuren. Hey, Carlos! Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen was klauen. Kann ich hier vielleicht was klauen? Nee, hier ist auch nichts. Na gut. Hey, Carlos. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Oh, oh. Da sind kleine Ärmchen. Es geht los. Der Kraken. Oh nein. Er zerstört das Schiff und zieht es in den Abgrund. Kann ich mich hier auch bewegen? Nee, ich kann nicht die Kamera schwenken. Und da war es weg. Einfach. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Ah, der alte Carlos, hä? Ist aber auch ganz schön alt und fett geworden. Guck ihn dir mal an. Aber er hat sich, glaube ich, mal die Hose gewaschen. Man sieht jedenfalls keinen Schiss mehr. Das ist schon mal also wirklich gut gemacht, Carlos. Geh runter zum Strand. Wohin? Geh runter zum Strand. Wo ist denn der? Geh runter zum Strand. Okay. Runter zum Strand. Ja, das ist keine gute Idee, hier runter zu springen. Ich laufe mal hier runter. So. Und wir gucken mal, was wir da machen sollen. Juan ist weg. Mal. Ah, der steht jetzt hier unten. Hey, Juan. Und? Was wollte der Kommandant? Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Du willst doch nicht ohne Waffe zum Strand gehen? Bei allem, was da in letzter Zeit so aus dem Meer gekrochen kommt. Eine Waffe? Ja, gib mir doch deine, hm? Gib mir doch mal deine Waffe. Ich habe keine Waffe, das ist voll gelogen. Habe ich eine Waffe? Ausrüstung? Ich habe ein Offiziersschwert. Anlegen. Ah, okay. Ich habe eine Pistole. Piraten. Nein, ich bin noch kein Pirat. Stimmt. Und den Ring des Meisterschülers. Ruhmbonus plus 5. Was ist ein Ruhm? Mit diesem Ring am Finger erhält der Träger zusätzlich 5% Ruhm. Was auch immer Ruhm ist. Oh, da freue ich mich drauf, auf die Piratenklamotten.
Arr, schön einen auf Pirat machen. Yeah!